Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Medieval Dynasty. Ja, werfen wir einen Blick aus dem Fenster unserer wunderbaren Taverne. Wir haben die letzte Folge damit beendet, dass wir Bier gemacht haben. Das habe ich hier jetzt natürlich auch im Inventar. Irgendwo. Roggenbier, genau. Das haben wir gemacht. Jetzt können wir mal in die ins Lebensmittellager bringen. Ach, ich kann da den Ton noch holen, fällt mir gerade ein. Das bringen wir einmal ins Lebensmittellager. So, und die Wassereimer dann auch. Die brauche ich dann jetzt nicht. Roggenbier. Sehr schön. Ah, das geklaute Johanniskraut haben wir auch verbraucht. Sehr gut. Ein Töpfe habe ich noch. Dann würde ich sagen, gehen wir mal ein bisschen Ton schaufeln. Wo ist er denn da? Muss man natürlich zwischendurch immer mal wieder die Fackel in die Hand nehmen, sonst erfrieren wir hier. Sonnig oder nicht, es ist kalt. Müssen wir gleich mal gucken, wie kalt eigentlich. Wie kalt ist es denn? Minus 0,4 Grad, ja, es geht. Das geht. So. Dann beuten wir mal das Tonvorkommen aus. Ist ja in der nächsten Jahreszeit wieder voll. So, oder? Ich glaube, das war alles, ne? Haben wir alles erwischt. Da haben wir, da haben wir. Dort ist nichts mehr. Hier ist nichts. Ja, haben wir sie alle. Dann kann ich das gerade mal wegtun. So, die Holzschalen kann ich wegtun, den Hopfen, das Roggenkorn und den Ton natürlich. Hab ich hier noch Eimer? Jawohl. Ein Wurfstein, was will ich denn damit? Oh, Fackeln brauche ich. Sehe ich gerade. Gut, dass wir geguckt oder das gemacht haben, weil dann kann ich so noch ein paar Fackeln einpacken. Dass wir da gut über den Winter kommen, ne? Die Disteln können wir mal wegpacken. Das Gänseblümchen. Das Johanniskraut, den Löwenzahn und die Wegewarte. So, dann würde ich gerade nochmal ein paar Bretter vielleicht einfach einpacken. So, was haben wir denn hier eigentlich noch? Bronzesichel. Ein Bogen, eine Bronzesichel. Eimer nehmen wir nochmal mit. Die Armbrust brauche ich. Eisenhacke nehmen wir mit, dass wir vielleicht sowas auch mal als Deko irgendwo hinlegen, ne? Schaufel kann ich mal irgendwo hinstellen. Speer. Spitzhacke wäre noch eine Idee. Den könnte ich mal irgendwo hinstellen. Trinkschlauch können wir auch mal irgendwo hier platzieren, ne?
So, haben wir Holzstämme? Ne, haben wir noch keine. Muss ich da noch mehr produzieren lassen? Erstmal brauchen wir aber das Brennholz. So, dann hatte ich mir überlegt, dann können wir hier vielleicht mal ein bisschen Werkzeug oder so platzieren, ne? Eimer könnte ich da zum Beispiel hinstellen. Und eine Schaufel dazu. Eisenschaufel, genau. So, sehr schön. Dass man einfach sowas auch mal als Deko verwendet, ne? Dass man das irgendwo an die Tür stellt von einem Haus zum Beispiel. Das ist doch auch ganz schick. Vielleicht hier nicht gerade die Hacke. Die können wir zum Beispiel hier. Wer arbeitet denn hier? Wolfram und Bathilda. Wolfram und Bathilda. Was machen denn die beruflich? Bathilda? Das Kräuterkundler? Da könnte man einen Korb mit Kräutern hin tun, ne? Und der Wolfram. Ist Holzfäller. Habe ich hier eine Axt? Ich habe doch eine Axt dabei, oder? Nur die eine. Dann hole ich mal eine Axt und einen Korb mit, wo wir ein paar Kräuter reinpacken können. Das ist die Idee. So, einmal eine Eisenaxt oder Kupferaxt. Haben wir eine Kupferaxt? Kupferpfeil? Nee, haben wir leider nicht. Schade, die wäre nämlich hübscher gewesen. Sonst müsste ich eine machen, aber. Weidekorb, mittlerer Weidekorb. Nehmen wir einen großen und da können wir dann noch ein paar Kräuter reintun. Na, nein, 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 so viel dann auch wieder nicht. So. Ein paar Johanniskräuterle. Und ein bisschen Wegwarte. So. Können wir den Korb dahin tun? Oder gibt es ein Problem mit der Tür? Muss ich gerade mal gucken, wie groß ist der denn? Könnte ein Problem mit der Tür geben. Einfach hier hin. Machen wir den einfach dahin. Handfächer. Wo habe ich denn den her? Nee, so nicht.
So. Vielleicht reicht es auch, wenn ich nur die Disteln da reinpacke. Hoppala. So. Ich glaube, die Disteln reichen wirklich. Na. So war das nicht gedacht. Ja, lassen wir mal so. Und dann können wir da die Axt hin tun. Die Eisenaxt. So. Bisschen Brennholz dazu. So, was seid denn, wer wohnt denn hier? Henrik und Filiberta. Henrik und Filiberta. Die ist Mutter. Beziehungsweise erst 6 Jahre alt, also die ist Mutter. Und der Henrik ist Standbesitzer. Hier haben wir auch wenig Deko, ne? Ich habe hier nicht mal einen Wassertrog. Ich glaube, da müssen wir einen machen. Das machen wir jetzt auch. Wassertrog und dann noch 3 Eimer Wasser. Dazu brauchen wir Bretter. 6 Stück, glaube ich. Kriegen wir inzwischen Holzstämme? Jawohl. Langsam, aber sicher. Und Brennholz auch. Bretter. Und 3 Eimer. Die muss ich mit Wasser füllen. Das können wir direkt mal auswählen. Wo komme ich hier ans Wasser? Hier vorne. Kann ich auch gleich mal einen Schluck trinken. So. Einmal Eimer. Zweimal Eimer. Dreimal Eimer. So, dann können wir hier, muss ich mal gucken, was die von Beruf sind, die hier wohnen. So. Füllen wir natürlich und dann stellen wir noch einen Eimer daneben.
Der reicht. So, wer wohnte hier? Gerald und Ingrida. Gerald und Ingrida. Der Gerald ist Landwirt und die Ingrida ist Koch oder Mutter? Eins von beidem. Mutter. Hi Ingrida. Das ist auch ein schönes Haus. So. Überlege ich gerade, machen wir da noch Tisch hin, wo die ein paar Sachen draufstellen können. Das wäre eine Idee, ne? Machen wir einen Tisch aus Brettern. Ich hoffe, ich kann einen nur aus Brettern machen. Ne, zwei Holzstämme brauchen wir trotzdem. Wieso habe ich noch sechs Bretter? Ach so, ja, hatte ich ja mitgenommen. Das ist für Deko. Nehme jetzt trotzdem nochmal sechs Bretter mit. Holzstämme bräuchte ich noch. Da muss ich mir mal meine eigenen holen. Gehen wir da hinten mal einen Baum fällen. Hier hinten zum Beispiel. Wächst ja wieder nach. Oder fällen wir gleich zwei? Wäre auch eine Idee, ne? Fällen wir noch einen zweiten. Wächst ja alles wieder nach. So. Dann können wir den Tisch bauen und dann kann ich vielleicht auch mal irgendwo noch eine Bank hinmachen. Ups, hier ist der Weg. Dann kann ich da nämlich die Sichel zum Beispiel drauflegen und eine Hacke dran lehnen. Das wird, glaube ich, ganz nett. Perfekt. So, wir haben die Sichel. Eisenhacke. Eisenhammer. Spitzhacke. Ein Knüppel können wir noch hinlegen, oder? Dann legen wir noch einen Trinkschlauch drauf. Den braucht er quasi auf dem Feld, wenn er arbeitet. Dann machen wir noch einen Eimer. Machen wir noch einen Eimer drunter. Ich habe ja noch. So.
Doch, das wird. Da könnten wir noch Bretter dran lehnen. Ich habe doch noch Bretter, oder? Ja. So. Nun machen wir noch eins dahin. Tiedeldum, diedeldei. So. Noch irgendein Werkzeug, was ich daneben legen könnte. Ein Eimer nochmal, ne? Ah ja, der liegt da so. Das passt. Des Post. So, wer wohnt hier? Nagot und Lamberta. Lamberta ist sie dort. Nee, das ist Nagot, oder? Das ist ein Lamberta. Das war sie mal, ne? Aber sie ist, glaube ich, schwanger geworden. Lamberta. Sie ist Mutter. Ah ja, und Nagot ist Landwirt. Die haben gar keine Bank vor der Tür. Das geht ja mal gar nicht. Keine Bank. Okay, die zwei hätten sie, aber das ist was anderes. Hier würde ich jetzt gerne Fässer oder irgendwas noch platzieren. Sowas Großes, das fehlt hier halt noch, ne? Muss mal was essen. Sowas Großes, das fehlt einfach noch. Da könnte ich noch einen Zaun machen. So ein, der hier dafür sorgt, dass da keiner einfach mal so reinläuft. Und dann noch eine Bank dahin, dass man da zugucken kann, wenn man will. Ja, das machen wir. Jetzt holen wir nur noch mal ein paar Bretter. Moment, da vorne ist auch ein Lager, ne? Das ist ja das Nähere. Wie viele Elemente waren das jetzt? 4? Dann bräuchten wir 16 Bretter. Ich hätte sie auch zählen können. Wäre einfacher gewesen. Aber naja. Drei wären's. Drei. Dann würde ich da vielleicht nochmal Blümchen daneben setzen, ne? Ich glaube, das ist eine Idee. Brauchen wir noch wieder Bretter und Eisenbarren. Und hier natürlich noch Gänseblümchen und Löwenzahn. Vor allem Rest habe ich. Die brauchen wir nicht. Die brauche ich auch nicht. Die brauche ich auch nicht. Wie viele Stöcke haben wir eigentlich? Kann sein, dass sie davon einen Teil verheizt haben. Ne, haben wir noch mehr als genug. So, Bretter 7. Das heißt, dann machen wir nochmal 33. Und 8 Eisenbarren. Passt. Passt.
passt, wackelt, hat Luft. Ist natürlich doof. Hier passt auch nirgends. Da. Und den können wir hinmachen. Kriegen wir da noch irgendwo? Ja. Immerhin. Da aber wahrscheinlich nicht mehr. Schon allein, weil ich nichts mehr dabei habe. Ist Grund genug, ne? Hatte ich nur für 4? Ah, ich habe Eisenbarren vergessen. Wie soll ich denn? 16 wollte ich doch mitnehmen. Habe ich nur 8 mitgenommen? 16 wollte ich, 8 hatte ich. Okay. Okay, dann nehmen wir noch mal weitere 8 mit. Da könnten wir noch. Da passt auf jeden Fall auch noch einer hin. Von der Theorie her. So. Da auch nirgends. Ha. Sehr schön. Das waren jetzt 4, ne? Ja, das waren jetzt 4. So, der Schießstand gefällt mir. So ist er nochmal besser abgesichert. Nicht wahr, Kunigunda? Nicht, dass ihn jemand nutzen würde. Ich denke, Pfeile drin? Nö. Das müssen wir ja noch ändern. Ah, hier kann ich den Bogen noch hinlegen. Ha. So. Ein Eimer mit Pfeilen drin. Das wäre noch eine Idee. Ich hole gerade mal einen Eimer. Dann kann man da Kupferpfeile reintun. Eimer. Einer reicht und Kupferpfeile haben wir doch. Nehmen Sie mal alle mit. Ich weiß nicht, wie viel ich davon brauche. Ist ein bisschen schräg. So ist das gut. Kupferfeil. Wo haben wir sie denn da? Nicht die in den Eimer stecken. Ja. Muss halt ein bisschen aufpassen.
dass der nicht irgendwo landet. So, bisschen Konzentration. So, ich glaube, allzu viel tun wir da gar nicht mal rein. Manchmal ganz schöne Fummelei, ne? Nein. Nicht schon wieder umkippen. Machen wir es so. Das ist, glaube ich, guter Kompromiss, bevor wir hier noch mehr dran rumfummeln. So, dann tun wir mal die restlichen zurück. Kupferpfeile, so. Knüppel. Dann können wir auch nochmal irgendwo vors Haus stellen, so als Selbstverteidigung, ne? Ups, so war das nicht gedacht. Bleibst du? So, den haben wir. Und dann machen wir noch irgendwo den stachelbesetzten Knüppel davor. Den haben wir auch noch dabei. Den können wir auch noch jemandem geben. Stachelbesetzter, da ist er. Hätten die wahrscheinlich eher im Haus, aber das ist jetzt mal egal. Ups, so war das nicht gedacht. Ah, so ist gut. So ist gut. So, und dann gehen wir mal pennen. Und ich denke, dann machen wir die heutige Folge ein klein wenig kürzer und beenden die auch mit dem heutigen Tag. Und starten dann morgen mit der neuen Folge frisch in den neuen Tag.
Deswegen sage ich mal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. In diesem Sinne würde ich sagen, Prost. Und ja, danke, dass ihr da wart. Und tschüss. Bis zum nächsten Mal.